Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jagged Alliance 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ist gut. Es geht direkt weiter hier mit dem nächsten Sektor, um die Erfahrungspunkte mitzunehmen. Und ich bin auf dem Weg, um meine Quests abzugeben. Gucken wir uns doch hier die ganze Situation mal an. This is a guaranteed combat area. Got enemies. Ich meine, wirklich neu ist der Sektor ja nun wirklich nicht. Gehe ich mal in den Sektor rein. Und dann gucke ich mir hier die ganze... Ja, genau, da habe ich ja schon 1000 Mal gekämpft. Ich starte, denke ich mal, wieder hier unten. Das war eigentlich immer ganz gut. Hier habe ich jetzt aber... Ah, ja. Das muss ich beachten, dass jetzt da ja... Yep. Die Tarnung gepatcht wurde. Also in der Version, die ich benutze. Dass ich hier relativ schlechte Tarnung habe. Weil das hier größtenteils Sand ist. Sie. Das heißt, da kann ich mich nicht wie sonst immer so stark auf meine Tarnung verlassen. I'm on it. So, Scharfschütze legt sich schön hier hinten hin, wo er ein gutes Sichtfeld hat. Und sollte... Doch, die Waffe... Ja gut, die hatte ich eben scheinbar einfach nicht angelegt. Ich muss gerade einmal kurz Pfeiltasten nehmen und hier einmal kurz entruckeln. So, dann sollte das jetzt auch alles ein bisschen besser funktionieren. Elroy werde ich... Ah, ich habe wieder vergessen, den Leuten im letzten Sektor ihre Kleidung abzunehmen. Aber es waren auch alles nur Rothemden. Auch wenn jetzt im Spielverlauf momentan die Rothemden durchaus auch ganz gute Waffen haben können. Aber ich weiß eben nicht, ob das tatsächlich so optimal ist. Ich werde den Henning mal hier ein bisschen weiter nach rechts holen. Damit er von links dadurch nicht ganz so offen ist, dass er ein bisschen weiter noch weg ist. Und ja, der Mad Dog kommt schön hier hinten hin. You got it. Deckt diese Flanke ab. Da sind dummerweise diese blöden Büsche im Weg, aber da kann ich halt nichts machen. So rennen lieber und nicht einfach nur gehen. Lege ich mich mal dahin und der Carlos, der kommt ein bisschen weiter auch nach vorne, aber ein bisschen weiter nach hinten als Elroy, weil er keinen Busch vor sich hat. Dann habe ich eigentlich alle meine Leute schon verteilt. Ich weiß nicht, was ich mit dem Rest jetzt noch anfangen soll. Ich werde mal den Miguel hier auch vielleicht hier in diese Richtung am besten gucken lassen. Yes. Und den Dimitri lasse ich hier hinlaufen und auch in diese Richtung gucken. Und dann sollte ich hier alles sehr, sehr gut eigentlich abgesichert haben. More opposition. Bisher hat man mich noch nicht bemerkt. Es sind auch nur 12 Feinde insgesamt. Also sollte nicht so... Trouble's coming. I can feel it. Nicht so der härteste Kampf werden. There's the enemy. Scumlord. Oh, ein Schwarzhemd, das ist gut. Ich versuche mal, das Schwarzhemd tatsächlich gezielt auszuschalten. Nicht nur, weil es unter Umständen der gefährlichste ist, sondern... Oh, und jetzt sehe ich das Schwarzhemd natürlich nicht. Ich weiß nicht, welcher von beiden hier das Schwarzhemd ist. Das ist der da. Aber wenn ich den nicht sehe, dann habe ich eventuell hier so einen Treffer, der durch einen Baum durchschlägt. Und der ist nicht tot. Und das wäre natürlich dumm. Deswegen warte ich lieber, bis der sich vielleicht noch ein bisschen bewegt. Yes. Trash. Tut er aber leider nicht. Bleibt nur stehen und guckt durch seine Visierung. Das ist natürlich nicht so schön. Yes. Vor allen Dingen, weil hier tatsächlich inzwischen relativ von diesem hier, der hier momentan sich hinter den Baum begeben hat, da ist tatsächlich ordentlich Gefahr gegeben. Ja, diese Baumreihe hier, die bricht mir so ein bisschen das Genick und die ganzen Büsche, die hier rumstehen. Yes. Deswegen sehe ich hier nur das Rothemd hier oben. Bewegt euch doch mal, Jungs. Fudge. Sie. Na gut, da kann ich halt nichts machen. Also irgendwann muss dann auch mal Schluss sein mit dem Warten. Bingo. Und da kann ich den Kampf eigentlich auch mal dann irgendwann eröffnen. Der hier kommt den Elroys. Oh, Elroy hat sogar mal getroffen. Zweimal getroffen.
Das hat man nicht alle Tage. Ich streich mir den Tag rot im Kalender an. So, gut, dass ich hier eine relativ starke... relativ starke Überwachung aufgebaut habe, denn jetzt kommen sie auf einmal wieder von allen Seiten. Good show, Dimitri! Ah, Maddox sieht hier hinten einen, ja okay. Mal nicht unbedingt die Munition verschwenden, aber gut, wenn er auf Salve umschaltet, dann schaltet er auf Salve um. So ist er halt, der Gute. Da kann man dann nichts machen. Elroy sieht den hier oben noch. Einmal getroffen, mehr kann man auch nicht erwarten, wenn es außerhalb der Waffenreichweite ist. Ja, drei Feinde liegen schon. Einige weitere sind verwundet. Ah, Mist, da hatte ich eben gerade auf Miguel tatsächlich die Sicht auf den. Da kommt das Schwarzhemd. Das Schwarzhemd muss ich gleich mit meinem Scharfschützen durch Kopfschuss erledigen, hoffentlich. Oder das andere Schwarzhemd, muss gerade mal gucken. Ja, dieses hier ist das einzige Sichtbare. Das war schon mal ganz gut. Mad Dog knabbert weiter an seinem Feind. Und macht ihn damit auch. Kann Miguel den treffen? Können wir den treffen? Ja, wir treffen ihn. Dimitri macht weiter hier mit dem. Wenn er das, den ersten Schuss schon daneben gesetzt hat, aber... kein Glück leider. Elroy holt sich hier nochmal ein paar Punkte ab. Und man schlägt Alarm. Man hat tatsächlich die Idee, dass eventuell hier Feinde im Sektor sein könnten. Und dass es jetzt an der Zeit wäre, tatsächlich mal Alarm zu funken. Ich hoffe mal, der bleibt da stehen, aber das kann ich leider nicht garantieren. Dann hätte zumindest Miguel ein richtig gutes Schussfeld auf ihn. Nee, er muss natürlich noch drei Schritte weitergehen. Wen mache ich denn da mal? Ich versuche mal, ob ich mir mit Elroy hier vielleicht sogar den Kill abholen kann. Kill bringt immer schön viele Erfahrungschancen. Den leider nicht getroffen, ist ja nicht so schlimm. Dimitri gibt's ja auch noch. Und irgendwie immer, wenn solche, Dialog, das ist mir schon öfter aufgefallen, aber ich habe das noch nie so wirklich gesagt, also noch nie so wirklich vokalisiert. Also immer, wenn diese Dialogboxen auf dem Bildschirm sind, dann laggt das Spiel. Das sieht man sehr gut an der Geschwindigkeit der Kugeln, wenn ich schieße, während so eine Dialogbox auf dem Bildschirm ist. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ist ja logisch, ich kann ja auch den Programmcode nicht, aber... Das ist schon so ein bisschen auffällig. Ich meine, es ist ja nicht wirklich schlimm in einem rundenbasierten Spiel, wenn es mal ab und zu ein bisschen laggt, aber das ist komisch irgendwie, muss ich sagen. Definitiv etwas, was man als Bad Smell bezeichnen würde, glaube ich, aber das ist nicht mein Bier, solange es alles funktioniert. I'm done. Das ist ja interessant, wenn der im Kampf mit seiner Aufgabe, das hatte ich noch gar nicht, dass jemand im Kampf mit seiner Aufgabe fertig gewesen ist. Ist aber schön, dass es funktioniert, muss ich sagen. Und dass das Spiel nicht abgestürzt ist. So, der hier oben kriegt nochmal ordentlich. Und dann sollte es eigentlich auch, ja genau, sind es nur noch drei Feinde. Die jetzt hier alle wieder irgendwo sitzen und warten. Das Schwarzhemd ist nochmal wirklich richtig gefährlich. Das räume ich lieber nochmal ab, bevor ich hier tatsächlich dann versuche, den Rest irgendwie auszuspähen. Ah, gerade den Schleichmodus an und dann gucken wir mal. Normalerweise, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich habe in den Sektor zumindest noch nicht häufig genug gekämpft, dass ich tatsächlich die Positionen weiß, in denen die Feinde in dieser Situation dann sitzen. Hier oben, glaube ich, könnte durchaus einer sein. Das hat man öfter mal. Oder hatte ich öfter mal, glaube ich.
Aber ansonsten ist es mir gar nicht so klar. Understood. Armies of enemies ah ja, da ist yes. schon der nächste. Oh, nicht getroffen. Das passiert nicht oft. Here. Aber eh, dass ich hier groß Palaver mache. Uiuiui, der kann aber... Ah, das sind sogar beide. Der Here. Kann aber richtig laufen. Der hat's richtig in die Beine. Yes. Miguel sieht den. Das ist schön. Ich probiere mal, ob ich ihn nicht... eine Zweiersalve noch. Nee, war nichts. Yes. Yes. So, beide verwundet. Das ist gar nicht so schlecht. Das heißt nämlich, die können nicht mehr so wirklich gut vorrücken. Und dann mache ich hier jetzt lustiges Zielschießen. Am besten mit Munition, die ich sehr, sehr leicht finden kann. Also zum Beispiel der Munition von Miguel. Und Miguel braucht ja auch noch ein bisschen Training. Kann der Elroy das? Der kann das. Wow. Der Elroy ist ja gar nicht so schlecht. Er ist auch inzwischen auf Level 6 und 75 Marksmanship, aber wenn der noch so ein, zwei Punkte sammelt, ich glaube, dann wird er tatsächlich zu einem Kämpfer, der gar nicht so schlecht ist. Gucken wir uns den doch mal an. Ja, er ist immer noch bei 75, sonst hätte ich auch die Nachricht... Sonst hätte ich auch die Nachricht gekriegt, dass das um einen Punkt gestiegen wäre, aber ich glaube, wenn ich mir den... eher geholt und vor allen Dingen besser trainiert hätte irgendwie in seiner Agilität und sowas. Das hattet ihr ja auch in den Kommentaren ganz oft gesagt, dass ich den ein bisschen mehr trainieren soll. Habe ich leider nicht gemacht und ich bereue es jetzt. Ich glaube, der wäre richtig, richtig gut für ganz billiges Geld. Gucke ich gerade mal hier in den Sektor nochmal rein, ob hier irgendwas ist, was mir eventuell gefallen könnte. Aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und durch Shift-R sollte ich eigentlich schon alles aufgeladen, alles eingeladen haben, aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja irgendwie noch, ja hier zum Beispiel so ein LAM 2 Millionen, weiß ich nicht, ob einige meiner Leute das nicht vielleicht noch gebrauchen könnten sogar. x 45 ja leider nicht in der Unterschallversion, das ist ein bisschen blöde. Ich gucke gerade mal, wer könnte denn eventuell noch so ein LAM 2 Millionen gebrauchen? Hier ist schon eins dran, an dem FAMAS. Hier ist schon eins dran. Dimitri hat schon eins dran. Elroy hat schon eins dran. Ja, ich glaube, das Squad ist tatsächlich komplett ausgerüstet. Mit den Teilen. Ja, auf jeden Fall. Also da... Das muss ich nicht unbedingt, also für Squad 2 muss ich das hier wirklich nicht mitnehmen, dann das Zeug. Da mache ich mich mal langsam auf hier in, nee, Moment, hier in den Sektor sollte das, glaube ich, sein. Da müsste der gute Kollege sitzen, dem ich die Videokamera bringen soll. Und hier kann ich direkt, weil es 9 Uhr durch ist, gerade mal meine Toni-Tour machen. Yes. Point. 14.400, fast perfekt. I will pay a fair price. The deal is done. Anything else? Very good. So, Toni-Tour gemacht. Das wäre das. Und ich bin wieder bei 62.000. Ja gut, also solange ich halt die Verträge nicht verlängern muss, mache ich halt schön fett gewinnen, ne? Aber wenn dann wieder die Vertragsverlängerung und die dicke Merk-Rechnung kommt, dann sieht es wieder ein bisschen anders aus hier auf meinem Konto. Ah, es sollte eigentlich jetzt die Mail sein, dass meine Bobby Race Lieferung angekommen ist, ja. Das ist sie. Dann packe ich direkt mal die Kiste aus und habe damit wieder ein bisschen bessere Tarnung hier auf meinen Leuten, was eventuell gar nicht, ich weiß halt nicht, wie die Sektoren aussehen. In Meduna. Also es könnte durchaus sein, dass mir die Waldtarnung da gar nicht mehr so viel hilft. Wenn das alles irgendwie... Die klatschen alle ein bei ihm jetzt. Wenn die Waldtarnung, dass die mir nicht mehr ganz so viel hilft, wenn da viele Straßen sind, zum Beispiel, und ohne, dass da irgendwie Begrünung dazwischen ist. Wenn ein bisschen Begrünung dazwischen ist, dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Ja.
Achso, muss ich das jetzt hier alles rausholen? Was war denn nochmal die Taste, um die alle Sachen auf einen Söldner zu konzentrieren? Scheiße, die weiß ich natürlich nicht mehr. Und ich kann jetzt das Spiel schlecht an dieser Stelle... Ah doch, ich kann hier einfach mal kurz einen Schnitt machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Shift-M ist die magische Taste, um hier alles aus der Truhe rauszunehmen. Nothing. Ich hoffe mal, der Kram, den ich haben möchte, war jetzt in der Truhe tatsächlich auch drin. Ja, hier habe ich NVG3 eine ganze Menge. Und jetzt muss ich irgendwie natürlich dafür sorgen, dass ich wieder weiß, wer meiner Söldner welche Sachen hat. Naja, egal. Also NVG3 brauche ich auf jeden Fall noch ein paar. Das weiß ich mit Sicherheit, weil ich davon nur sehr, sehr wenige tatsächlich auf meinen Söldnern habe. Das heißt also, wenn ich mir davon noch mehr bestelle, kann ich da eigentlich nichts falsch machen. Ja gut, ich fange einfach mal hier an. So. Also Wolf hat ein NVG3, hat aber keinen Ghillie Hood. Wolf hat aber Ghillie Jacket und Wolf hat keine Ghillie Hose. Dann hat Wolf jetzt 94% Camo, viel mehr geht eigentlich nicht. 95% Gewicht, das ist alles super gut. Ich könnte vielleicht nochmal eine weitere Mörsergranate mir auch noch von Bobby Race bestellen. Sieht vernünftig aus. Zur Not kann ich einfach die Keramikplatte noch gegen eine Titaniumplatte austauschen. Wenn es denn sein muss, wenn ich denn überhaupt noch... Ja, ich habe gar keine Titaniumplatten. Da muss ich gleich nochmal gucken, wie es auf den anderen Leuten gewichtsmäßig aussieht. Vor allen Dingen, wenn ich mir eventuell ja auch noch andere Waffen geholt habe. Shadow kriegt sein NVG. Shadow kriegt einen Ghillie Hood. Der hat ja noch gar nichts, weil der ja noch relativ neu ist. Und nur mit irgendwelchen rumliegenden Sachen ausgestattet wurde. Shadow wäre damit tatsächlich auch auf 95 Camo. Ich glaube, das ist das Gesicht, was noch übrig ist. Ne? Ich glaube, wenn ich tatsächlich Camo-Farbe benutze, dann sollte ich wirklich auf 100% kommen. Sollte ich vielleicht tatsächlich vor den entscheidenden Kämpfen dann mal machen. Ach so, ja, die NVG-3s, die sind hier natürlich nicht dabei. Wo sind die denn? Unter welcher Kategorie? Hier sind die. So, und der... Oh, die Keramikplatte ist aber ganz schön kaputt. Da nehme ich lieber noch eine neue und ich überlege mir halt tatsächlich ein paar... Ach so, wie sah es denn mit Shadow? Bei Shadow mit dem Gewicht auf 96%. Okay, Kuga ist auf 72% Gewicht. Hat jetzt sein... Okay, also ich brauche auch auf jeden Fall noch... Ich kann ja gerade mal eine Strichliste führen, was ich noch alles brauche. Da muss ich mir nur gerade mal einen Zettel rausholen hier. I. Ne, mit dem Zettel habe ich schon eine Motte erschlagen. Moment, anderer Zettel. Ja, das sieht ganz... Nee, Moment. Die sind alle voll. Hier ist einer. Also der hat... Dem fehlt nur noch eine Hose. Moment, also wir haben hier... Oben, Mitte, unten und dem fehlt einmal unten. Dann NVG hat er. Dann mache ich mit Eis weiter. Eis fehlt einmal oben und oben habe ich, glaube ich, auch nicht mehr, wenn ich das so richtig sehe. Ne, ich habe nur noch Mitte. Mitte hat er aber schon. Unten hat er nicht, also einmal oben, einmal unten. So. Dann geht es mit Grizzly weiter. Also NVG3 hat er gehabt. Grizzly kriegt einen NVG3. Grizzly hat oben, Grizzly hat Mitte. Grizzly hat aber nicht unten, also brauche ich noch einmal unten. Steroid hat oben, kriegt auch noch ein NVG3. Steroid hat Mitte und Steroid hat unten, ist auch auf 95% Camo. Achso, Moment, war Steroid damit dann komplett fertig? Ich glaube ja. Ja, war er. MD hat
oben und NVG 3, Mitte und unten. Also oben, Mitte, unten, NV3 einmal. Und Reaper hat, dem fehlt noch oben, Reaper fehlt noch Mitte und mir fällt gerade auf, einmal Mitte hätte ich sogar noch. Und unten, also oben, unten. Oben, unten. Und das war's. Moment, wem fehlte noch gerade Mitte? MD fehlte noch Mitte. Dann sollten jetzt alle meine Leute tatsächlich eine Ghillie-Jacke haben, wenn ich mich nicht verzählt habe, was durchaus sein kann. Also brauche ich noch 3 Ghillie-Hoods und 5 Ghillie-Hosen scheinbar. Ja, das kann ein Weilchen dauern, bis ich das alles von Bobby Race zusammengekratzt habe. Gucke ich gerade mal, was inzwischen wieder im Angebot ist. Camo-Helme kann ich ja... Oh, eine Hose. Aber das war's dann auch schon. Kriege ich vielleicht noch irgendwie... das NVG3, was mir noch fehlt? Nee, das kriege ich auch nicht. Ja gut, dann bestelle ich mir erstmal das, was ich jetzt habe. Eine Mörsergranate wollte ich mir noch dazu bestellen. Schön nach Drassen geliefert. Und jetzt muss ich jeden Tag bei Bobby Race halt einfach vorbeigucken und muss gucken, ob ich die Sachen eventuell bekomme, die ich haben möchte. Und so lange kann das Squad hier auch erstmal eigentlich nichts machen, glaube ich. Ich werde die alle mal ein bisschen Stärke trainieren lassen. Vielleicht kann ja einer von denen dann vielleicht noch irgendwas mitnehmen, was mir noch sehr nützlich sein kann. Man weiß es ja nicht. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gebe ich dann die Quests ab. Vielleicht sehen wir uns auch in der nächsten Folge und bis dann.